Na ja, genau da irgendwo. Wir suchen ihn mal. Hier ist ein 130er Kapsel. Ich geh weiter. Die können wir gebrauchen, wegen Pinguin vor allem. Bei mir. Nein, komm mal zu mir. Danke. Haben wir noch Bolas irgendwo? Oh, ich bin unter die Plattform gebackt. In dem Fallschirmschrank sind Bolas. Zieh dir, steig mal kurz ab. Ich hab noch ein bisschen. Ja, spring drauf. Komm mal hier, vor meiner Schnauze. Die Katze würde ich gerne tamen. Ist sie immer noch hier unten? Die ist am Ausgang vom Sumpf. Weil sie dir läuft immer weiter und weiter und weiter. Noch zum Part her. Keine Ahnung, wenn ihr runter wollt, dann müsst ihr was sagen. Ich lauf zum Metallspot. Ja, lass mich mal kurz absteigen, warte mal. Kommt jemand mit? Oh, warte mal, ich brauche. Ich bin da gerade, ich guck dir gerade, dass ich mich aus dem Wasser rauskriege. Okay, ich brauche eigentlich nur einen Katzensattel, warte mal. Ja, warte mal, kurz stellen Sie hier. Metallspot ist mir vor. Die hat irgendwie ein leichtes Bewegungsproblem, ne? Im Sommer runter was trinken, sonst verliere ich. So, okay, kannst du weiter. Warte, wir halten das schon. Und es ist schon wieder kalt. Das ist nervt. Es wird wieder dunkel, deswegen. Am Rand des Sumpfes. Ja, ja, da wo Ratatin Hanno aus dem Sumpf gekommen ist. Hier müsste doch das Metall sein, oder? Jo, ist es auch geradeaus. Genau, vor uns. Da fliegt er mit einem Fallschirm. Ich brauche dir was zu trinken, ich habe noch 30 Leben. Ach, wie war's? Nein, es müssen wieder Piranhas. Ich bin jetzt weiter weg. Ach, komm. Jetzt bist du am Metall vorbei? Oder im Metall? Ich bin im Metall. Okay, dann geh ich mal runter und ein bisschen was hacken. So. Ich hack mal mit. Noch ein Buch. Das darf doch nicht wahr sein. Wollte ich dir dem sagen? Ich weiß, wo dein Leiche ist. Jojo. Ich bin auch extra im Land. Müsste noch einer oben ein paar Fortschüsse bauen. Klippe. Immer noch da am Sumpf. Ich nehme alles mit von dir. Jo. Ja, wenn ihr es im Ding in die Taune packt, dann könnt ihr Fortschuss bauen. Jo. Ah, da ist er dich. Kriegst du den hergelockt zu mir? Ja, warte jetzt. Ich renn zu Ina zurück. Ich brauche Flint, Fiber und so ein Hide. Hola denn mal. Ich hab nicht gleich viel. Oh, du hast so viel Zeug dabei. Oh, hier sind Wölfe. Du musst mal irgendwie mit Ina killen. Warte. Ja, komm, was dann? Versuch's mich umzubringen. Hä? 1300 Damage, Alter. Nice. Ah, könnt ihr noch Flint reinpacken? Muss man hab ich eigentlich gerade. Oder? Komm gleich. Was braucht ihr? Flint im Titan. Komm, Bruder, kommt. Okay. Hast du noch was zu essen, Bugs? Alles klar, ich kann 4 Stück. Ah, essen kann ich ins Reno tun. Können wir alle absteigen vom Titano? Moment. Katze ist jetzt, glaube ich, im Wasser. Jo, bin. Ich brauche was zu trinken, ich bin gleich tot hier. Trinken ist da vorne. Zu essen, sorry. Ich kann mich nicht bewegen. So. 5 Forges. 6, 7 Forges habe ich gebaut jetzt. Jo, mach am besten nochmal 10. Sind im Titano drin. Maulwurf, kommst du runter? Jo, danke dir. Wir sind bei euch. Und wir gleich wieder tame, da haben wir einen. Jo. Lock mal die Katze raus, ich kann da gar nicht machen, ich habe zu wenig Leben, ich habe nur 50 Leben. Wo ist denn die Katze? Ich sehe rechts die nicht. Neben dir hinterm Baum. Ja, genau da. Wo lässt du? Nur wenn sie zu mir kommt, ja. André? Keine mehr.
Bullet. So, dann geworfen alles auf dem letzten Live. Oh, weil der die Fortress auf das Bett gebaut, das ist ja auch schlau. So, 16 Fortress habe ich gebaut. Kann kurz einer absteigen? Hm. Ja, nicht mehr Turbo. Ja. Nee, aber da tötest du die. 35 zu 105 pro Treffer. Ja, ich dachte, dass sie aber dann noch viel mehr Tore bekommt. Nee, das ist nicht so. Achso, wusste ich nicht. Ja, es ist im Wasser, ist scheiße. Jetzt flietet halt. Geil. Primeak brauchen wir. Hast du nichts in. Lamborghini baut keine Tiere ab. Moment, ich komm vorbei. Ich glaube, der stirbt sowieso. Also ich muss ihn gerade schießen, ansonsten ja. Ist egal. Oh! Roland noch mal in einem Land ist. Wollte er jetzt nochmal einen Abhängen machen, weil hier ist wieder einer. Ja. Jo, dem nimmer. So, Fortress habe ich gestellt. Muss man nur noch voll machen. Level 5. Oh, ey, es ist nervig. Nein. Ja, wir brauchen Darts. Ich guck nochmal nach dem anderen, das ist nur ein 5er. Willst du mit zurück? Jo. Achso, hier, okay. Ich beweg mal den Tyrannosaurus. Ah ne, das Vorkommen ist abgebaut, ne? Ja, aber ich kann mich nicht bewegen, weil ich die gesamte Vorkommen im Inventar hab. Okay. Beweg mich dann dennoch. Das ist ein 100er Ankylo in der Nähe. Reicht das? Metallsport ist da hinten bei den Felsen, oder? Jo. Guck mal, ein Kühler hier. Wo brauchen wir nicht, ne? Ein 100er wäre hier. Ja, das ist 70. Jetzt erinnere ich mich daran, dass die weggehauen haben. Die haben die ganzen Lagerfeuer nur weggehauen da hinten. Ja, die ganzen Forges, ja. Forges und Lagerfeuer, wir haben die nicht gekriegt. Also so den Grill. Und die eine Smithy. Was, den Grill? Okay, wir müssen jetzt auch. Ja. Schweine! Vorsicht, bewegt wieder. Wie machen wir jetzt immer die Bockwürste waren? Okay. Das sah am Anfang nach mehr Schaden aus, irgendwie. Ja, es ist halt Boom, ne? Also die haben wahrscheinlich mehr investiert als wir, so, weil die Raketen uns kosten auch was. Guck mal da geradeaus das Metall, geh mal hin. Das ist ja noch ein bisschen... Ja, ein bisschen nervt sein auch, weil gerade tut, ne, und so. Ja, es war genau in dem Moment, wo wir ins Bauen wollten. Aber es ist auch immer auf uns. Ja. Dann könnte man nämlich jetzt schon anfangen, das zuzubauen, hier weitestgehend. Ja, dann werden wir auch die Steine schnell los. Was hältst du davon, André? Okay. Immer noch ein Blick. Mach mal. Alter, genau. André segnet ab. Was mach ich? Segne ab. Abgesegnet von Technik. Ach, abgesegnet.
Wir können 200 Schuss Munition machen fürs Turret. Das Gute ist dann vor allem, wenn wir hier so eine Steinhütte haben, dann denken die Leute, wir sind noch voll low und haben nichts. Mhm. So, was du mir erzählt hattest, Pax, mit der Tetschhütte, wo ihr ein riesengroßes Tetsch-Gerüst um die Base gebaut habt. Ja, das war super irgendwie. So. Ja, Kimmy müsste sich da auch noch dran erinnern, das war eine richtig geile Nummer. Ja, wir haben das Ding schon gebaut. Ja, ich weiß. So, noch nicht mehr so konzentriert gerade. Ja, ist sowieso jetzt, ne? Ist, ja, 15 ja. Minuten noch. 15 Minuten, ja. Echt? Ja. Ich kann noch weitermachen. Ist doch gut, wenn man weitermachen möchte. So, ja. Hat Spaß hier, wie das bauen. aber super Forge müssen wir noch Level 85 werden, irgendwie. Das könnte ja auch noch ein bisschen dauern. André. Naja, aber bis dahin haben wir das zu, also. Wir sagen, das ist zugebaut, wir bauen das Metall ja auch für andere Sachen und so, aber. Wenn wir dann plötzlich 8000 Metallbahnen haben, dann können wir immer noch sagen, weiß ich nicht. Wir können schon mal anfangen. Ich würde mal hier neben die. Neben dem Generatorraum würde ich mal noch einen zweiten Metallraum mit 2-3 Betten drin machen. Jo. Das hört sich gut an. Also die Stromleitung, die hält sich aber sehr schwer auf Wasser. Ja, da muss man erst drüber wegsehen. Das können wir nochmal neu verlegen, wenn André das vielleicht mit der Mod schafft. Das sieht so aus, als ob er so ganz schwer die Balance versucht zu halten. Zumindest für 3000 wieder Platz. Passt. So, wir haben jetzt oben drauf schon mal 3 Turrets. An den Seiten 2 sind jetzt bei 5 Turrets. Ich würde jetzt noch vorne und hinten welche machen. Jo. Was war das? Irgendwas hat hier. Du musst mal Lana gucken, dann weißt du das. Nee, das war nicht ich. Nee, ich hab gesagt, du musst LAN angucken. Oh, ja. Also hier sind die müssen wir dann von neuen Leitern umsetzen. Sieht ungesund aus. Ii, voll die Hörner. Der LAN lässt sich Hörner setzen. Hä? Der lässt sich piercen. Das ist hier an mir vorbeigeflogen. Guck mal, da hinter dir, Bibi. Danke. Lässt sich Hörner was. Siehst du es nicht? Nee. Warte. War nicht jetzt dabei, als ihr das irgendwie jetzt Frage jetzt stellt. Oh, schönes Ohrpiercing, ja. Das ist schön. Also. Weil dir selber ist es nichts, deswegen hab ich mich gewundert, hey. Ich seh doch nicht. Gesundheit. Gesundheit. Warte mal, wie sieht's jetzt aus? Ja. Komisch. Mir steckt das Ding in deinem. Ich bin ein Hubschrauber. Ja, mal gucken. Ich bin dann echt gespannt, wenn es dann auf den ersten Kampf zu gehen wird. Aber mal schauen. Lasst auf jeden Fall Feedback da und so. Und einen Daumen, würden uns auch freuen. Und noch mehr, wenn wir uns die nächste Folge dann wiedersehen. Haut rein. Tschüssi. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Dann kommt er nicht los. Hallo, du bist so hübsch. Prinzessin, du hübsch. Versteck mir zum Bett. Kuscheln. So gut, ich speise auch nochmal, ne? Aber Beam, ich muss ja sagen, ich bin immer noch stolz auf dich, dass du nicht überladen warst. Das ist der Hammer. Ich hab's. Ich sehe keine Beacons. Aber es kann auch im Umkreis sein, irgendwie. Hier, der Alan, der ist hier halb in der Tür reingebackt. In dem Boden. Ja, biegen sie sich auch gerade nicht. Kann man gar nicht aus Inventar okay, alles klar, sehr gut. Okay, cool. So, dann gibt es nämlich jetzt auch die ganzen neuen Dinos. Es gibt jetzt dieses Krokodil, dann diesen einen Dino, wo man, ich glaube, den kann man nur mit Bier passiv tamen irgendwie. Das ist übrigens genial. Gefällt mir. Ja, der müsste irgendwo im Schneegebiet rumrennen. Das ist so ein Pferd auf Steroiden irgendwie.
Und als drittes war, ach ja, genau, dieses Wasservieh, wo man irgendwie sie dran saugen kann und dann kriegt man Sauerstoff und man kann soll damit übelst gut Chitin farmen können irgendwie. So, und dann nur dieses komische Krokodil halt, wie gesagt. So, egal, aber wir haben den Titan und wir müssen uns um den Titan kümmern, wir müssen ihn jetzt weiter ausbauen. Ich mache jetzt aber erstmal ein bisschen Darts und so, dass wir endlich mal selber Tufen alles tamen können. Wir brauchen unbedingt ein paar Tiere, um von A nach B zu kommen. Jo, ich war nicht überladen, das ist bin selber beeindruckt, Greta. Auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. So, Darts, habe ich sogar schon geskillt. Kann mal einer gucken, ich würde mal den ein bisschen bewegen, den Titano, dass einer den Lan gelootet kriegt. Und den André? Oh. What? What? Das gehört sich. Was denn? Der André ist eh nicht da, irgendwie, bevor der jetzt wegglitscht. Ach so. Ich hab den gerade schon gelootet, ich versuche jetzt an den Lan rumzukommen. Ich so, bewege mal den Titano. Alter, dann mach nochmal eine Ansage, ich habe übrigens wegbekommen jetzt hier. Was? Ja, wo sind denn die Mörser? Beziehungsweise wo sind Narcotics? Da links auf der Seite. Kommst du an den da wo ich bin. Warte. Links auf der Seite, wo sie hier ist. Kriegst du den André hin, ey? Nee, ich komm an Lan nicht dran. Dann bewege ich den mal weg und dann müssen wir den auf den Boden. So, hier haben wir 26. Hat einer Ryan schon gefunden? Warte. Ryan war erst tatsächlich nicht da. Ah. Oder? Nee. Achtung. Ich fall gleich runter hier. Das ist sehr, sehr abenteuerlich hier, Alter. Der ist jetzt irgendwie lange ist jetzt aus dem Sichtfeld. Na, der müsste jetzt eigentlich auf dem Boden irgendwo liegen, oder? Mal wo? Unten mal gucken. Bring mich wieder um. Hinter dir. Muss Greta abholen. Ich hab den Sturz von da oben überlebt, aus dem Grund. So. Liegt Lan unten, oder? Ey! Was ist denn ey? Ich geh mal unten gucken. So. Ja, der liegt unten. Sehen. Also ein Gammy holt jetzt Greta ab, sozusagen. Ja, ja, genau. Hallo, Greta. Hallo. So, aber Narcotics, hier sind keine mehr drin. Ne? Ich glaube, na, ich mach grad noch welche. Aber in den Teigen müssen... Hat übrigens einmal schon mal einer den Teigen gefüttert? Willst du den füttern? Da waren ständig Bären immer wieder drin. Ja, der frisst die aber nicht automatisch. Der Food ist nämlich dann auf ein Viertel runter, wenn der noch dreimal länger und dann stirbt der nämlich. Ich fütter ihn mal, okay? Naja, warte mal. Musst du dafür... Hat noch jemand Bären? Hier sind Bären. Ich hab welche reingeschmissen. Oh, nur 100. Ja, komm mal mit dem Vieh zurück. Ich bin überladen wegen Lan. Wer weiß, was der wieder im Inventar hatte. Ja. So, wo stehst denn du? Hinter dir. Also da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Der frisst nicht automatisch. Ne? Also ihr müsst das remoten. Ansonsten stirbt er nämlich. Okay. Kann mir einer mal Schumaten geben, dass ich Greta gleich einladen kann. Und wie bitter wäre das bitte, wenn unser Titan sterben würde? Wir würden ausscheiden, weil wir unseren Titan verhungern lassen haben. Ey, das wäre irgendwie nicht schön. Das muss ja nicht sein. So. Haben wir schon Crop Plots? Nee. Wir brauchen Crop. Also ich bin Level 73. Ja, der muss die. Wir müssen die Force feeden. Sonst isst er die nicht. Nee, ich meine, wir brauchen diese Herbivore-Finger da, die zum Force-Feeden nehmen Leben können. Regenerieren. Ach so, genau, zum Leben regenerieren. Ich melde nun offiziell, dass der Lan jetzt sterben wird. Jo. Lan ist tot. Alter, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh Mann. Bax ist ein Verräter, ich wusste es schon. Haben wir irgendwo Spoil-Meat, ganz viel Spoil-Meat rumliegen oder so? Nee. Okay, das ist schlecht. Ich kann mich ja ein bisschen ums Schneiden kümmern. Jo, das wäre gut. So, okay, Schießpulver, haben wir noch Schießpulver. So, und ich würde auch vorschlagen, beziehungsweise ist es wichtig, ey, wir müssen echt immer mal wieder ein bisschen rumgucken. Ich weiß noch nicht, ob die Stelle dann so gut ist, ey. Weil hier kann ganz schnell mal ein Titan kommen und wir sehen den nicht. Also das muss man jetzt im Auge behalten, dass jetzt die Leute auch langsam mal anfangen könnten, uns anzugreifen. Und ich habe Angst, dass sich dann von hier hinter dem Felsen zum Beispiel einer anschleicht oder so. Hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Dann würde ich sagen, baut mal schnell die Eisenadern unten noch ab. Und dann ziehen wir weiter. Na gut, weiterziehen mit den Eisenadern ist ein bisschen schwierig. Ja, ach so, wie ist denn das Gewicht jetzt hier? Oh. Okay, also wir müssen auch ganz schnell das Gewicht dann irgendwie reduzieren, weil stell dir mal vor, es kommt jetzt ein Titan und wir können uns mit dem nicht fortbewegen. Weil okay, dann kein Eisen mehr holen. Wir brauchen mehr Forges einfach und müssen es schneller verarbeiten können.
Das wäre wichtig. Jo, hilft noch einer irgendwelche zu bauen? Ich sammle gerade Eisen ein. Ich glaube, es gibt jetzt ein neues Engram, damit die gerade sind. Was gibt es jetzt? Ein neues Engram, damit die gerade sind. Die ja, die Elektrokabel, die lege ich gleich neu. Ach ja, genau, das kann ich euch auch mal. Werde ich euch vielleicht dann noch ein Bild reinposten oder so. Der André ist weiter fleißig dabei, an der Mod zu arbeiten, was Items auf Plattform angeht. Und mittlerweile hat er es jetzt auch hinbekommen, dass die Kabel zum Beispiel, sieht man hier diesen schief, ne? Und jetzt gibt es neues Engramm sozusagen. Das, wie gesagt, sieht man auch dann im Bild, dass die Kabel dann sich dem Sattel angepasst sind und parallel verlaufen und so. Genauso das mit der Kiste da. Irgendwo hatten wir so eine schiefe Kiste. Auf jeden Fall macht der André da gute Arbeit und die Items hier bald passen alle perfekt zum Sattel, was super ist. Dieses Harvest Health stimmt, glaub nicht. Ich habe irgendwie 9000 Wut aus dem einen Baum jetzt gekriegt und der fällt nicht um. So zweifach gestellt. Ja, der Baum fällt irgendwie um, keine Ahnung. Muss ich nochmal neu starten. Das wäre jetzt natürlich blöd. Ja, ist ja nicht normal, dass man 9000 aus einem Baum kriegt, oder? Also wie gesagt, du kriegst das theoretisch die halten doppelt so lange aus wie davor. Okay. Könnte das nicht passen? Doch, jetzt ist er umgeflogen. Okay, alles klar. Ah, sehr gut. 35 nochmal. Ich hab den Kram von Lan und André hier vorne in die vordere linke Fallschirmkiste getan. Okay. Warum bist du schon dabei, Raft zu machen? Bin ich dabei, 30. Weil irgendwie krieg ich auch gerade ganz gut XP. Ja, 30 Level dick. Kannst du noch ein paar machen? Ich hab nochmal über 100 reingetan. Also oh, was für Level hast du? Ich bin jetzt 71. Okay. Sobald du 75 bist, bitte dann noch gleich Scuba-Zeug machen, wenn möglich. Ja. Weil ich hoffe, wir haben noch Perlen da oder so, weil ich würde jetzt gleich mal losziehen wegen Sabertooth. Mhm. Und mit Scuba dann vielleicht mal Perlen farmen, richtig ordentlich. Ihr wisst, ihr könnt jetzt auf Tieren Werkzeuge benutzen und Waffen, wenn ihr reitet. Was? Ja. Ich reite zum Wolf rum und kann mit der Pistole schießen oder mit dem Gewehr. Oh, wie fett ist das bitte? Jo, stimmt, hab ich gedacht. Das ist übelst kompliziert zu steuern. Ey, du musst dann gleich mal ausprobieren. Hier unten ist ein 145er Mammut und hier unten ist ein 145er Reno. Ja, das Reno würde ich vielleicht, könnt ihr mal mitnehmen. War jetzt nicht das Beste zum Farmen oder so, aber das Reno hat genug Leben, das kann man einfach mit normalen Pfeilen machen, oder? Mal bitte nichts mehr gerade in die Smithy reinpacken, ich muss eine neue bauen. Warte mal bitte. Weil wir können nämlich sonst nichts craften hier. Also ich finde, die Stühle sind hier irgendwie schlecht gesetzt. Ich habe nämlich gerade auf einem Stuhl gesessen, bin abgestiegen und bin dabei vom Titan runtergefallen und gestorben. Ja, dann machst du weg. So. Krass, Alter, schon wieder Level ab. Es geht. Das geht echt gut schnell. Aber was skill ich denn da? Wicht. Ja. Vor die Tür. Ich glaube fast, das reicht schon mal. Ich muss dann gucken, wahrscheinlich Movement Speed oder so. So, Mongo, zieh mal los. Ja, ich bin unten. Okay, also wäre cool, wenn sich irgendjemand von euch dann um das Reno gemacht. Also ich will jetzt auch nicht ewig unterwegs sein, ich will wirklich nur irgendwie ein, zwei selber oder so. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe Angst in der Session, das ist heute ist die Sonntagssession und das heißt, es wird heute ziemlich lange gehen, wahrscheinlich. Ich hoffe, wir leben am Ende noch mit dem Titan. Mit dem Daumen, Leute. Das ist ja ein bisschen das Problem in der Position. Wir sind einerseits ein bisschen versteckt natürlich, aber wenn uns einer entdeckt, kann er sich ja übelst geil anschleichen mit dem Titan und wir sehen ihn dann irgendwie auf die letzten 10 Meter dann. Momentan ist der Titan noch voll überladen, das heißt, wir waren voll am Arsch.
Aber es wird langsam übrig, es ist nur noch 43.000. So, ich hau mich auf den Hirsch hier, wenn es okay. Jo. So, Saber müssen wir ein Schneegebiet, ne? Bin ich gerade wo am besten? Leben hatten wir, ja, gib einfach mal vor. Wollen wir vielleicht ganz schnell die Pinguininsel mal noch leer räumen? Die erste Fuhre, bevor jemand uns zuvorkommt oder so? Ja, können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch einiges, aber Polymer kann man ja nicht genug haben. Und das wiegt jetzt auch nicht so viel. Ja, komm. Ich weiß noch nicht, ich habe halt nicht viel Weight mit dem. Also der hat 670. Wie hat denn das Grimo? 10.000. Easy, okay. Dann lass mal schnell rüberschwimmen. Das ist nur für dich, der Grimo. Ey, ich war gerade vorhin, wo die Weltentstellung falsch war, fast der Einzige, der sich noch bewegen konnte. Ja, das stimmt. Daran merkt man ja, dass ich daran arbeite. Ich habe nämlich letztes Echen, habe ich mich nämlich entmistet, das weiß ich noch. Richtig gut. Ich habe für dich gemacht. Ich meine, ist ja auch nett, dass extra für mich ne, Gewicht macht. Ja. Nur an mich dabei gesagt. Da, ja. Mit Knüppel würdest du wahrscheinlich 500-600 rausbekommen, aber du haust halt auch 10 Minuten drauf, ne? Ich könnte 6 Stück machen. Soll ich dir 3 geben, oder? Ja, gut. Aber wie könnte... Ja doch, stimmt, das Rhino kann ja relativ viel tragen. Genau. Ich wurde gebohlert. Nein. Wo seid ihr? Doch, wurde ich. Ja, ich bin gerade am Basteln. Unten, da wo der Rhino ist. Unter uns, oder? Das bin ich. Ja, ich hab... Sorry. Der ist da oben, der ist da hochgelaufen. Haben einmal einen Dart erwischt? Jo, der ist down. Nice. Kannst du mich endbowlern? Ja. Ist er tot, oder? Wobei, in 6 Sekunden bin ich endbowler, kannst du hochlaufen. Und ich war gerade am Basteln, ey. Ist der tot? Oh. Nee, noch nicht. Ja, du musst ihn umgehauen, mach mal. Lutz, da ist übrigens ein Turret unpowered. Ja, ich weiß, aber ich kann die neuen Sachen noch nicht bauen, weil wir den Fabricator noch nicht haben. Trinity ist das, Alter. Das ist Eternal. Ah, nice. Du musst den killen. Ich hab fast nichts zum killen. Ich seh den nicht mehr. Okay, warte. Alter, wird gleich Verstärkung kommen, ne? Ja, alles klar. Oder ist einfach ein Mann Mission. Den Frosch killen ist, warte mal, ist da Zementingpaste, könnte da drin sein. Okay, Leute, wir müssen jetzt auf der Hut sein. Eternal weiß jetzt, wo wir ungefähr sind, wahrscheinlich. Könnt ihr sich ja denken. Wenn mich erfahren. Zementingpaste ist hier drin. Ja, nice. Ach, guck mal, und Polymer. Ich sag's mal so, die meisten Leute werden auch hier in unseren Spot kommen, um Polymer zu holen und das ist deswegen dann entdecken, oder? Jo, deswegen sollten wir uns dann bald hier entfernen und irgendwas nehmen, was vielleicht nicht ganz so lukrativ ist. Also Polymer haben wir dann, denke ich, auch bald genug. Also man wird mit Klüppeln jetzt hier nicht ewig drauf. Lass mal schnell die Pinguine, die da sind, und dann nicht von hier verschwinden. Ja, die sind jetzt leider despawned. Krass, hab ich mit meinem Dart hab ich den getäubt, ja. Oder was? Ja. Nice, Alter. Ich hab den einmal noch getroffen und dann war betäubt gewesen, glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob er das zweite Mal gesessen hat. Der Hitmarker hat nur einmal Düngen gemacht. Ah, die werden jetzt bestimmt gleich mit den Zeiten kommen, Leute. Ihr müsst jetzt wirklich auf der Hut sein. Bitte immer ein Augen auf Auge offen haben jetzt, ne? Der Drino ist verkackt, da hat eine Katze reingebissen. Stell dir mal vor, die Katze hat draufgeschissen. Ja, ist schade, ne? Das hat nur noch 40% Taming Efficiency. Ja, egal. Ich würde es trotzdem nehmen, oder? Ja, klar. Mhm. Einfach als Lasttier. Der Fabricator ist aber klein. Ja, irgendwie... So. Was? Kann ich denn das Zeug nicht da drin craften? Krass, ey, dass die Darts so gut abgehen, hätte ich niemals erwartet. Ein Dart in einen Spieler, der an einer Stelle keine Rüstung hat. Jetzt ein Spieler auf einem Rhinoceros, also auf so einem Megaloceros. Ist der in unserer Nähe? Ja. Sub-Zero. Ja. Irgendeiner hat drauf geschossen, bevor ich ihn bowlern konnte. Von unserem Titan aus wo gesehen? Überm Fluss. Schnauze rechts, noch rechts. Also den hatte ich gerade fast gebowlert, da hat er eine Kugel gefangen von... Ja, ich glaube, Gemmy war. Das dauert ewig mit den Knüppeln. Oh, ich bin viel zu lange gesehen, dass du da bist. Nee, wir müssen da ganz dringend weg, glaube ich. Ja. Hinten an dem Stein sind 2 Leute. Bei uns? Wer rennt da um den Stein rum? Ich. Da ist noch einer? Gemmy. Okay. Da war auch der Typ.
Ich hätte mich extra von hinten angeschlichen, aber da hat er eine Kugel kassiert. So gut angeschlichen, dass selbst ich dich nicht gesehen habe. Okay. Wollt ihr euch vielleicht schon mal in Bewegung setzen oder so? Ja, wir sind. Xidia läuft schon langsam los. Okay. Ja, langsam. Wichtig ist nur, dass ihr freies Blickfeld habt. Wir sollten vielleicht jetzt auch einen Posten machen, machen wir halt verschiedene Schichten. Dass immer einer auf dem Titan sitzt und immer guckt. Na, Xidia ist ja eh. Das mache ich ja. Wo kannst du einen Rhino-Sattel holen gehen? Ja. Ja, okay, lass zum Titan machen. Im Wolf. Dafür. Wir haben genug angesammelt. Danke. Ich laufe über den Eis, über den Schneeberg. Wir können noch schnell den Pinguin da vorne abbauen. Na, obwohl, wir können noch weiterziehen, der kann da genug tragen, ne? Wie bitte? Boah, total ärgerlich. Wir können noch weiterziehen, der kann da genug tragen, der Rhino. Wo willst du denn jetzt hinziehen? Wolltest du nicht vorhin nach Sebatus gucken? Ja, klar, aber wir haben jetzt echt viel Zeug dabei, also Polymer und so, das würde ich gerne den Titan stecken, oder? Ja, gut, dann machen wir das, okay. Dann müssen wir einmal, ich glaube, wie ist denn das Gewicht vom Titan? Also, wenn das immer noch so knapp an der Grenze ist, dann sollten wir es wahrscheinlich erstmal bei uns behalten. Ist momentan noch knapp. Dann behalten wir es erstmal bei uns. Okay. Ich laufe noch langsam. Dann musst du gut aufpassen, Maulwurfen, ne? Ja, alles klar. Ich habe halt noch kein Narkotikzeug oder irgendwas. Kann mir irgendwer helfen? Da hinten ist ein Wolf Level 145. Okay. Mal bitte gerade alle Ausschau halten. Ich habe jetzt gerade den Generator zerstört. Ah, das irritiert mich gerade voll mit dem Chinichi, weil dass der betäubt war. Ich habe den einmal getroffen und der hatte komplett Rüstung an überall. Ja, du hast den genau richtig getroffen. Dann ist die Longneck mit dem Darts ja eigentlich ziemlich fett, so, oder? Weil Chinichi wird jetzt auch nicht mit null vor die Tür rumrennen, glaube ich ja, zumindest. Ja, weiß, wie der sich geskillt hat. Ne, aber war schon unglaublich. Also ich hätte auch gedacht, dass der eigentlich 2-3 Schüsse braucht. Das kommt drauf an, wo du triffst. Ja, glaube ich auch. Hier ist ein T-Rex. Wo seid ihr denn hingelaufen mit dem Titan? Zum Schneeberg. Level 15. Ich stehe gerade am Eingang nach oben. Der nördliche Schneeberg. Seid ihr an dem 120er Wolf, 75er Wolf? Links, Bugs. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir können auch einfach Wölfe nehmen erstmal. Ja, und wir nehmen einfach raus, die zwei Wölfe vielleicht mit und dann kommen wir schon wieder zurück. Stamina. Bevor wir es ewig rumsuchen. Das Vieh hat überhaupt keine Stamina hier, das ist total wie gesagt, kacke. Hier ist ein Level 90er und ein Level 145. Ja. Wolf, oder? Wolf, Jo, dann tempt ihr. Boah, da kannst du erstmal fast 500 Stamina drauf. Ja, ich war einfach auf Max, weil alleine kann ich da nicht hin, die sind da zu 5. Ja, wir sind auf dem Weg, wir sehen den okay. Titan auch schon, wir sind da. Müsst du nur sagen, von wo aus vom Titan gesehen? Ich stehe vorne rechts. Die sind auch noch. Also vorne rechts neben der Schnauze sozusagen und runter Richtung Sumpf. Okay. Na, die will ich hier nochmal gucken.